Am 21. Juli 1969 um 3.56 Uhr mitteleuropäischer Zeit war es soweit. Neil Armstrong setzte als erster Mensch der Geschichte einen Fuß auf die Mondoberfläche und machte aus uns eine Spezies, die fremde Himmelskörper bereist. Im Anschluss an Apollo 11 sollten noch 10 weitere Astronauten zum natürlichen Begleiter der Erde aufbrechen, doch mittlerweile wartet der Mond schon seit über 50 Jahren auf neue menschliche Besucher. Doch warum ist das so? Weshalb ist die NASA seit einem halben Jahrhundert nicht mehr zum Mond zurückgekehrt? Welche Faktoren führten dazu, dass der Erdtrabant aus dem Fokus der bemannten Raumfahrt rückte? Und könnten diese Komplikationen auch künftige Missionen beeinträchtigen? Oder waren wir in Wahrheit ohnehin noch nie auf dem Mond? Der 21. Juli 1969 hat sich für immer in unseren Geschichtsbüchern verewigt. Ein kleiner Schritt für einen Menschen genügte, um ein neues Zeitalter der Raumfahrt einzuläuten und gleichzeitig eine irdische Fehde zu beenden. Denn eines dürfen wir nicht vergessen, die 6 bemannten Mondlandemissionen der NASA unterlagen keineswegs nur einem rein wissenschaftlichen Interesse. Zwischen den Jahren 69 und 72 betraten insgesamt 12 Astronauten die staubige, von Kratern zerfurchte Oberfläche des Mondes. Im Rahmen dieser gleichermaßen aufwendigen wie medienwirksam inszenierten Projekte sammelten die Beteiligten unterschiedliche Gesteinsproben, führten erkenntnisbringende Experimente durch und platzierten nicht zuletzt die Flagge der Vereinigten Staaten auf der Mondoberfläche. Da es sich bei der NASA allerdings nicht um ein privates Unternehmen, sondern um eine US-Bundesbehörde handelt, die über Steuergelder finanziert wird, ist die Höhe des bereitgestellten Budgets auch immer eng an die politischen Ziele der amtierenden Regierung geknüpft. Und wenn wir nun in die Ära eintauchen, in der die Vorbereitungen für die erste bemannte Mondlandung auf Hochtouren liefen, erkennen wir schnell, weshalb die US-Regierung damals bereit war, die NASA mit großzügigen Finanzspritzen zu versorgen. Denn bekanntermaßen befand sich die Welt damals im Kalten Krieg. Der politisch-ideologische Konflikt zwischen den westlich geprägten Staaten und den Nationen des Ostblocks breitete sich dabei auf immer weitere Felder aus. Dazu gehörte neben Stellvertreterkriegen und zahllosen verdeckten Geheimdienstoperationen eben auch der Versuch, den verhassten Widersachern in allen erdenklichen Bereichen zu übertrumpfen. Letztlich sprengte der Clinch zwischen Ost und West auch die Grenzen unserer irdischen Heimat und schwappte auf die gigantischen Weiten des Weltalls über. Während des sogenannten Wettlaufs ins All mussten die USA jedoch zunächst eine Reihe von empfindlichen Niederlagen verkraften. So gelang es der Sowjetunion am 4. Oktober 1957 mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in den Orbit zu schicken. Wenige Monate darauf brach die Hündin Laika in den Weltraum auf, ehe Juri Gagarin am 12. April 1961 zum ersten Menschen außerhalb der Erde avancierte. Doch wie wir wissen, gelang es den Vereinigten Staaten letztlich doch, sich von all diesen Rückschlägen zu erholen und dem Widersacher aus dem Osten eine noch schmerzhaftere Schmach zuzufügen. Die erfolgreiche Apollo 11 Mission stellte demnach das umjubelte Ende des Wettlaufs ins All dar. Da es den Amerikanern nun gelungen war, den Feind durch die eigenen Errungenschaften endgültig in die Schranken zu weisen, konnte es die Regierung gegenüber der Bevölkerung nicht länger verargumentieren, immer neue Mondlandungen mit denselben immens hohen Steuergeldern zu bezuschussen. Im Anschluss an den galaktischen Erfolg ebbten dann das öffentliche und das politische Interesse an weiteren Mondmissionen zusehends ab. Und so kam es, dass die bislang letzte Mondlandung gerade einmal 3 Jahre nach der ersten absolviert wurde. Das Problem der Weltraumstrahlung. Neben den irdischen Geldproblemen existierten in den Gefilden des Mondes aber auch einige natürliche Komplikationen, die für die Weltraumfahrer mit hohen gesundheitlichen Risiken verbunden sind. Dazu zählt insbesondere die Weltraumstrahlung. Bekanntermaßen besitzt der Mond im Gegensatz zur Erde eine äußerst spärliche Atmosphäre. Infolgedessen ist die dünne Schutzhülle des Trabanten auch nicht dazu imstande, die einfallende Strahlung ausreichend zu filtern. Die Hin- und Rückflüge sind für die Astronauten also ebenso mit hohen Strahlenbelastungen verknüpft. Im Durchschnitt wird ein Mensch auf der Erde jährlich etwa 2 Millisievert Strahlung ausgesetzt. Die durchschnittlichen Strahlenwerte, die im Rahmen der Apollo-Mission erfasst wurden, beliefen sich wiederum auf 0,5 Millisievert und das nach nur wenigen Tagen im Weltraum. Beispielsweise nahmen die Astronauten, die im Februar 71 an der Apollo 14 Mission teilnahmen, in nur 9 Tagen so viel Strahlung auf, wie ein Mensch auf der Erde in knapp 6 Jahren.
Und obwohl die Folgen dieser immensen Strahlenbelastung nicht abschließend untersucht sind, gehen die meisten Mediziner davon aus, dass sie für die Betroffenen mit hohen gesundheitlichen Gefahren einhergehen. Besonders das Herz-Kreislauf-System soll durch die vorherrschende Strahlenbelastung in Mitleidenschaft gezogen werden, doch auch dauerhafte Zellschäden und Krebserkrankungen gehören zu den möglichen Auswirkungen der extremen Strahlenwerte. Da aber nur die wenigsten Apollo-Astronauten im Nachgang langfristig untersucht wurden, lassen sich die potenziellen Folgeschäden nicht mit großen Datensätzen untermauern. Das Strahlenrisiko bedeutet allerdings nicht, dass nie wieder ein Mensch zum Mond reisen wird. Ganz im Gegenteil, die NASA plant im Zuge des Artemis-Programms zeitnah zum stetigen Begleiter der Erde zurückzukehren. Das ursprünglich für das Jahr 2024 angepeilte Projekt wurde mittlerweile aber frühestens auf 2027 verschoben. Das liegt nicht zuletzt daran, dass es zu Verzögerungen bei der Bereitstellung einer Landefähre und der Beschaffung neuer Raumanzüge gekommen ist. Demnach gilt es, neue Anzüge mit effektiveren Strahlenschützen zu entwickeln, die eben das Gesundheitsrisiko bei langen Aufenthalten auf der Mondoberfläche minimieren. Ob diese Maßnahmen groß angelegte Mondbesuche oder gar die Errichtung einer dauerhaften Mondstation möglich machen, wird in den Reihen der Experten aber immer noch kontrovers diskutiert. Wie gefährlich ist Mondstaub? Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem besteht in der natürlichen Beschaffenheit des Mondes, denn bekanntlich wird die Oberfläche des Himmelskörpers zu weiten Teilen von einer dichten Regolithschicht bedeckt, die umgangssprachlich eher als Mondstaub bekannt ist. Diese winzigen Partikel unterscheiden sich allerdings überdeutlich von ihren irdischen Gegenstücken. Da auf dem Mond weder Winde noch Regenfälle existieren, gibt es dort auch keinen natürlichen Einfluss, der die Staubkörnchen glätten könnte. Daher besitzen die mikroskopisch kleinen Teilchen eine messerscharfe Struktur. Und sobald sie in die Atemwege gelangen, können sie im Organismus schwerwiegende Schäden anrichten. Und leider lässt es sich nicht vermeiden, dass sich die scharfkantigen Partikel während des Aufenthalts auf der Oberfläche in den Raumanzügen und den verwendeten Geräten festsetzen. Folglich gelangen die Mondstaubteilchen also auch zwangsläufig ins Innere des Raumschiffes. Sie sind 50 Mal dünner als menschliches Haar und können sich über viele Monate in der Lunge ablagern. Angesichts dessen ist es auch nicht verwunderlich, dass alle 12 Personen, die den Trabanten bislang besucht haben, anschließend über sogenannten Mondheuschnupfen klagten. Die beschriebenen Symptome reichten dabei von Niesattacken bis hin zu verstopften Atemwegen. Die Mediziner sind jedoch davon überzeugt, dass das Einatmen von Mondstaub über einen längeren Zeitraum noch gravierendere Schäden verursacht und sogar zu Lungenkrebs führen kann. Gehirnzellen könnten durch die messerscharfen Partikel ebenfalls zerstört werden. Ein anderer Grund dafür, dass die NASA in den letzten 50 Jahren davor zurückschreckte, einen Menschen auf den Mond zu bringen, besteht im damit verbundenen Aufwand. Und damit ist nicht nur die kostspielige Entwicklung eines geeigneten Raumschiffs gemeint, sondern insbesondere auch die Versorgungsproblematik. Im Detail befindet sich der Mond fast 1000 Mal weiter von der Erde entfernt als die internationale Raumstation. Damit ein Mensch während einer Mondmission überleben kann, benötigt er Wasser- und Luftaufbereitungsanlagen sowie Geräte zur Stromerzeugung. Da es uns mit unseren derzeitigen Mitteln aber nicht möglich ist, Nahrung im Weltraum wachsen zu lassen, müssen auch sämtliche Nahrungsmittel, die während des Projekts benötigt werden, von Anfang an mitgenommen werden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Dauer und somit auch der potenzielle Erfolg einer Forschungsmission immer durch die Kapazität der mitgeführten Güter limitiert wird. Die Errichtung einer dauerhaften Mondstation mitsamt Gewächshäusern könnte dieses aktuelle Problemchen aber künftig vergessen machen. Bis es allerdings soweit ist, dürfte noch einige Zeit vergehen. Was hat es mit der Mondlüge auf sich? Nun gibt es aber Menschen, die mit den bisher beschriebenen Ereignissen und Problemen wenig anfangen können, aus dem ganz einfachen Grund, dass in Wahrheit nämlich noch niemand auf dem Mond war. Eine hartnäckige Verschwörungstheorie, die es allerdings nicht erst seit gestern gibt. Schon im Jahr 1976 veröffentlichte Bill Kaysing das Buch »We Never Went to the Moon«, in dem er die Apollo-Mondlandungen als vermeintliche Fakes entlarvte. Demnach sei es den Amerikanern einzig und allein darum gegangen, einen technologischen Sieg über die verhasste Sowjetunion zu erringen und ganz nebenbei auch noch vom unsäglichen Leid des Vietnamkriegs abzulenken. Um diese Ziele zu erreichen, war den USA jedes Mittel recht, sodass sie die Mondlandung kurzerhand in geheimen TV-Studios inszenierten. Grundsätzlich liegen dieser Verschwörungstheorie 4 Hauptargumente zugrunde.
Der NASA fehlten im Jahr 1969 die technischen Kenntnisse, um einen Menschen zum Mond zu bringen. Die Mondfotos weisen viele verwirrende Details auf. Es sind keine von den Triebwerken der Mondfähre verursachten Krater zu erkennen. Und auf dem Mond gibt es keinen Wind, der die US-Flagge hätte aufbauschen können. Die weniger skeptische Gegenseite verweist allerdings darauf, dass sich die vermeintlichen Totschlagargumente durchaus entkräften lassen. Demnach lassen sich beispielsweise die verwirrenden und teils fehlenden Schattenwürfe auf den Fotos durch das sehr hohe Rückstrahlvermögen des Mondes erklären. Die Vermutung, dass die technischen Kenntnisse der 60er Jahre nicht für eine Mondmission ausreichten, basiere wiederum auf einem fälschlichen Überlegenheitsgefühl. Im Detail seien die Beteiligten sogar ganz bewusst ein großes Risiko eingegangen, als sie zum Mond reisten, um später eben einen umso bedeutenderen Erfolg feiern zu können. Ferner wurden die Funkwellen, die während der ersten Mondlandung übertragen wurden, nicht nur von den USA empfangen, sondern auch von den Sowjets. Und dann wären da noch die 400 Kilogramm Mondmaterial, die während des Apollo-Programms gesammelt wurden und die Anwesenheit des Menschen auf dem Mond eindeutig belegen. Wiederum andere Theorien fußen auf der Überzeugung, dass die Mondlandung zwar stattgefunden hat, jedoch sahen die Astronauten dabei etwas, das unser Weltbild in seinen Grundfesten erschütterte. Von Buzz Aldrin, der tatsächlich zugab, ein unidentifiziertes Flugobjekt gesehen zu haben, bis hin zu Neil Armstrong, der eine Reihe von außerirdischen Raumschiffen auf der Mondoberfläche gesehen haben soll, sind die Gerüchte gleichermaßen fantasiereich wie unbestätigt. Und doch kennen die Verfechter dieser kontroversen Behauptungen einen ganz simplen Grund für die ausbleibenden Mondbesuche der letzten Jahrzehnte. Die NASA hat sich schlichtweg nicht getraut, zum Mond zurückzukehren. Aber vielleicht traust du dich ja, jetzt auf den Abo-Button zu drücken. Werde gerne Teil unserer Community und lass dir nie wieder ein neues Video entgehen. Bis bald.